64. Live im 24-Stunden-Stream schlafen? Ich meine, warum nicht? Es läuft 24-Stunden-Stream. Was ich dabei mache, geht keinem was an. Haben wir vorher nie geklärt. Why not Doom? Hey, warte mal. Night Dive sind, glaube ich, auch die, die Turok-Umsetzung gemacht haben für die Switch. Dann kann das nur eine gute Adaption sein, weil die Turok-Teile sind perfekt. Das sind die perfekten, die Vorzeige-Adaptionen. Das ist super. Da sieht man die Rechenpower des N64. Krass. Was, die Tasse? Ne, die Tasse war nie rot. Die Tasse war schon immer schwarz-weiß. Was wäre denn rot? Ich habe schon lange nichts Rotes mehr getrunken. Leider. Nicht Demo. Selber spielen. Doom 64. War das eigentlich in Deutschland indiziert früher? Ich glaube, ich mache Beach Handle. Ganz chillig. Ganz low. Oh, Bewegungssteuerung. Ich will das bitte ausschalten. Ich bin kein Freund von Bewegungssteuerung. Okay. Whoa. Awesome. Ja, das war hundertprozentig indiziert. Ich meine, guckt euch das an. Oder zumindest grünes Blut, das kann auch sein. Da bin ich mir nicht sicher. Ich dachte an Turrican. Ach so, statt Turok. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ich benötige den blauen Schlüssel. Ich habe zumindest den Interaktionsknopf gefunden. Das ist schon mal gut. Ich meine, die neuen Modelle, die die hier gemacht haben für das Spiel, für den N64, sehen schon schön aus. Vor allem im Vergleich zur Originalversion von Doom und so. Aber wenn ich dran denke, dass auch Perfect Dark auf der gleichen Konsole war, dann ist das hier schon so ein bisschen... Wow, wirklich? Aber vielleicht war das damals schon so als Retro-Klassiker-Neuauflage gedacht. Und sollte gar kein so modernes Spiel sein. Aber labyrinthartig ist es. Wie früher, teilweise, manchmal. Ich denke da eher an Wolfenstein. Ich weiß gar nicht, ob Doom... Doch, Doom war auch teilweise sehr... sehr nicht offensichtlich. Pokémon Stadium war auch auf dem N64, ja.
Gab's aber auch auf dem GameCube. Ah, ich habe anscheinend den blauen Schlüssel gefunden. Okay, cool. Das hilft. Ein blauer Schlüssel. Kann man immer brauchen. Die Laufanimation ist komisch. Dieses Auf- und Abwippen fühlt sich irgendwie nicht nach Laufen an, sondern... Weiß nicht. Ich glaube, der skippt so. Wie so ein fröhliches Schulmädchen durch das Level. Lalalala. Ja, da passt's. Die Vorstellung passt. Dass man so... So hüpft er durch das Level. Wahrscheinlich mit einem kleinen Korb mit Blümchen unterm Arm. Da stimmt die Animation, wenn man sich so vorstellt. Sehr schön. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas aktiviert. Keine Ahnung, was. What? Oh, cool. Ich glaube, da ist ein Geheimgang. Oh, cool. Ich glaube, ich bin hier eingesperrt und komme nicht mehr raus. What? What? Das war unheimlich. Wahrscheinlich war das irgendein Easter Egg, oder? Das ich noch nicht verstanden habe. Wer weiß. Ein Imp! Die Imps, die guten alten Imps. Exit, haben wir das erste Level geschafft. Yeah! Awesome! Sehr schön. Doom 3 kann man in der BFG Edition sogar heute noch ganz gut spielen. Das hätte es ja auch für die Switch gegeben. Aber ich wollte eben Doom 64, weil ich das noch nie gespielt habe. Als eins der wenigen Dooms, wenn nicht vielleicht sogar das einzige. Das wollte ich mir mal anschauen. Okay, mach das, Nadi. Bis bald. Katzen vor die Kamera, das wäre eine gute Idee. Okay. Betrete The Terraformer. Na dann. Jetzt echt gestorben? Auf einen Schuss? Wow. Das ist ja jetzt... Wow, also... Mit den Lichteffekten, da zeigt das Spiel natürlich schon, was es kann, ne? Was es dadurch 2D-Sprite-Gegner einspart, es holt dann doch die Beleuchtung wieder raus, würde ich sagen. Lichtverstärkendes Visier. Hä? Berserker, ach so.
Boah, ja, also wenn das nicht indiziert war damals, dann weiß ich es aber auch nicht. Aber hallo. Hey, wie lange dauert denn der Berserker-Modus? Der ist eigentlich nicht besonders gut, finde ich. Eigentlich eher ein bisschen... Oh, warte mal, kann man auch so wirklich... Kann ich irgendwie Waffen wechseln? Ah, okay. Ich glaube, der Berserker-Modus war schon wieder vorbei. Ah, warte mal, Autorennen. Das ist die... ich kann auch sprinten. Ah, okay, ist aber noch ziemlich schnell, wenn man sprintet. Zu schnell für mich. Im Grunde, eigentlich. Ich verstehe... Ah, das könnte eine Tür sein. Nee. Könnte alles eine Tür sein. Hat man nicht so früher im Grunde jeden First-Person-Shooter und jedes Adventure und Rollenspiel gespielt, dass man in den Dungeons immer so durch die Gänge gelaufen ist, weil irgendwo war immer eine Geheimtür. Ah, da ist ein Schalter. Ja, hilft. War ich schon hier drin? Offensichtlich. Aber... Aha! Ah, blauer Schlüssel. What? Okay. What? Oh, was haben wir denn hier? Chain Gun! Irgendwie cool. Muss man schon sagen. Habe ich jetzt schon irgendeinen Schlüssel gefunden für irgendwas? Ach, diese Labyrinthe machen mich fertig. Chip eingesammelt. Zum Essen? Kartoffelchip? Schlüssel, lieber Schlüssel, wo bist du bitte nur? Aber ist das der Schlüssel, der blaue? Muss ich irgendwas... Oh, warte mal. Hier hat sich was verändert in dem Raum. Der war vorher nicht offen. Na, wunderbar. Das ist irgendwie... Was soll denn das? Okay. Ja, blauer Schlüssel. Na also. Welche war jetzt die blaue Tür? Ich hoffe, die hier im blauen Bereich. What? Oh, ich glaube, das wollte ich nicht. Ah, man kann hier drüber laufen, wenn man einfach schnell genug ist. Oh, Mist. War wohl nicht schnell genug. Ah. Aber wahrscheinlich muss man das. Da muss ich mal Autorun anmachen. Ah ja, das funktioniert. Raketen, aber ich habe noch gar keinen Raketenwerfer. Immer diese Dämonen. Was wollen die eigentlich von mir? Supercharge.
Ich hoffe, ich habe zufällig irgendwo einen roten... Oh, damn it. Ich glaube, ich habe was übersehen. Nee, warte mal. Was für eine Farbe hatte denn die Tür? Gelb. Verdammt. Dann sollte ich nochmal durch die blaue Tür gehen. Ich vermute, ich habe irgendwo was übersehen. Vielleicht muss ich doch mal irgendwo auch nach unten springen oder so. Naja, aber da ist ja irgendwie nichts. Wie komme ich denn da rein? Fragen über Fragen. Ich kann die Schlüssel neben der Gesundheit ziehen. Ah ja, genau. Cool. Aha. Schön. Ich habe nur leicht gleich keine Gesundheit mehr. Au, come on. Roter Schlüssel. Bringst du mich auch gleich wieder nach oben? Nee, muss ich wieder zurück durch. Ja, natürlich. Na komm. Von Blinky-Lampe zu Blinky-Lampe. Dann geht es schon. So, welchen haben wir jetzt gefunden? Den roten, den roten. Der rote war hier. Ah! Okay. Also vielleicht kann man mit den Pylonen da irgendwie interagieren, aber nur. Oh Gott, wie viele Shotgun-Zombies sind denn hier? Ich sehe den gelben Schlüssel. Ich weiß nur noch nicht, wie wir hinkommen. Wahrscheinlich muss ich hier sehr viel Schalter drücken. Oder den einen richtigen Schalter. Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Ah, das ist vielleicht gut. Hier ist ein Schalter. Ich habe einen gedrückt. Ah, tatsächlich. Gelber Schlüssel. Gut. Läuft. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Das ist jetzt die Frage. Aber warte mal, bin ich jetzt hier im blauen... Aha. Interessant. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir hierher gekommen sind. Aber das ist super. Hat er gerade wer auf mich geschossen? Hat sich so angehört. Halt, stopp. Ich glaube, er da irgendwie... Ah ja. Moment mal. Wo ist hier Exit? Ah, hier ist Exit. Okay. Ugh.
doppelläufige Schrotflinte. Die ist natürlich noch besser als irgendeine Hightech-Science-Fiction-Gatling. Passiert hier? Blauer Schlüssel. Benötigt gelber Schlüssel. Of course. Das wird nicht mal mit grünem Blut durchgehen. Wobei, es sind keine Menschen, ne? Da muss man unterscheiden. Hat die USK sehr stark unterschieden früher. Gelber Schlüssel. Wäre da drin. Wüsste man jetzt noch, wie man da reinkommen könnte? Hätten wir einen gelben Schlüssel. Ich weiß nicht mal, wie ich hier wieder runterkomme. Ah, hier ist eine kleine Stufe. Ah, Mist. Nee, wieder hier. Aber man kann wirklich nicht springen, oder? Ich bin... Oder? Nee. Ich glaube, man kann wirklich nicht springen. Das könnte funktionieren. Cool. Schelbe-Güssel-Karte. Ja, genau, die Schelbe-Güssel. Wo war jetzt gleich nochmal die Schelbe-Dür? Oh, Rocket Dolonja. Ich glaube, ich habe mich mit den Raketendraht so ziemlich selber umgebracht. Vielleicht bleibe ich doch lieber bei der. Aber ehrlich gesagt ist sie viel cooler. Und sicherer. Rote Schlüsselkarte. Wie viele Schlüsselkarten gibt es denn in diesem Spiel? Gibt es auch irgendwann mal irgendwas, das keine Schlüsselkarte ist? Also ich meine damit... Ach ja, ist ja wurscht. Ihr wisst schon, was ich damit meine. The fuck meine ich damit? Einfach nur The Fuck. Ah, Moment mal, what? Warum ist denn hier jetzt plötzlich der rote Schlüssel? Wie soll man da drauf kommen? Wie wird denn das erklärt? Versteht niemand. Niemand versteht das. Exit! Irgendwie war Level 3 leichter als Level 2. Finde ich schon. Thank you.
Sehe ich ganz genau. Supercharge! Achtung, bitte, liebe fotosensitive Zuschauer, könnt ihr die Augen zumachen. Zu der Zeit hat man auch noch nichts von Epilepsie gehört, glaube ich, oder? Mein Gott, ich bin echt nicht besonders anfällig für sowas, aber selbst mir wird jetzt gerade ein bisschen schwindelig, schwummrig, schlecht. Das ist ja furchtbar. Boah, nein, ohne Witz. Das war unangenehm. Warum macht man sowas? Schwierigkeitsgrad durch epileptische, ja genau. Je schwieriger man einstellt, desto wahrscheinlicher ist ein epileptischer Anfall durch die ganzen blinkenden Lichter. Wahrscheinlich. Wäre mal eine interessante Idee. Ah, interessant. Kann ich jetzt damit irgendwie wegfahren oder so? Nicht wirklich, oder? Oh. Warte mal, ich höre Monster hier unten. Wenn hier Gegner sind... Wo kommen die denn her? Warum lebt er noch? Ich verstehe manchmal die Kausalität der Schalter überhaupt nicht. Es kommt mir so vor, als würde ich einfach random durch die Gegend laufen, irgendwelche Knöpfe drücken, die vielleicht irgendwo irgendwas bewirken. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nie so genau. Aber es scheint einigermaßen zu funktionieren. Also passt schon. Irgendwie. Wieder zurück. Gibt keinen Weg mehr zurück. Nein, nicht den blauen Schlüssel suchen müssen. Come on. Oh, irgendwas. Irgendwas hat das gemacht. Oh, hier ist was aufgegangen. Raketen. Erreicht Geheimnisschnüffler. Okay.
Anscheinend bringt das Spiel seine eigenen Achievements mit, da die Switch ja keine hat. Kann man hier einfach Geheimnisschnüffler werden. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Ich glaube, ich mag jetzt dann nicht mehr Doom spielen. Wir haben, glaube ich, genug gedoomt. Es hat sich ausgedoomt. Ach, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Na, wunderbar. Überraschenderweise macht es einem ein bisschen müde, wenn man stundenlang gefühlt zumindest durch immer die gleichen Gänge läuft und nichts passiert. Wer hätte das gedacht? So müde! Wie spät ist es denn? 9:30 Uhr. Na komm, die 2,5 Stunden. Oder? Ja. Die 2,5 Stunden schaffen wir jetzt auch noch irgendwie. Aber nicht mit Doom. Oh, wir machen jetzt Schluss mit Doom. Und wir machen jetzt kurze Pause. 5 bis 10 Minuten. Ich muss nochmal irgendwie, ich weiß nicht, Kaffee will ich nicht nochmal. Aber ich gehe nochmal an die frische Luft oder so. Das hilft. Und dann spielen wir nochmal irgendwie ganz was anderes. Vielleicht dieses Tauchspiel. Vielleicht ist das cool. Mal schauen. Ja, genau. Dann bis gleich.